Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir machen direkt weiter mit den neuen Apple iPhones. Wir haben hier das normale iPhone 16 und das iPhone 16 Plus. Die packen wir zusammen aus. Ich hatte die Geräte noch nicht in der Hand. Ich habe sie noch nicht live gesehen. Eben im Store habe ich so ganz kurz gedacht, irgendwie wirkt das grüne oder die grüne Version vom 16er gar nicht so, naja, knackig wie auf Apples Bildern. Das blaue hingegen, da habe ich sehr hohe Erwartungen dran. Ach krass, man kann die Geräte wieder fühlen. So leichte 3D-Verpackung. Ansonsten, naja, Farben sind halt drauf, die Größen auch abgebildet und nicht, dass einer denkt, hier kommt irgendwas weg. Hier ist noch das 15er Vorgängermodell, sieht von der Größe genauso aus. Das ist sogar noch ein 14er Plus, passt auch direkt drauf. Da hat sich nicht viel getan. Ihr seht es beim Kameradesign, daran erkennt ihr, ist, also abgesehen von den Farben, dass es sich um das neue Hellen handelt. Natürlich haben wir auch noch andere Tasten, aber die gucken wir uns jetzt an. Beide sind Geräte in der Basisversion. Farbe steht hier von namentlich, glaube ich, sie gar nicht irgendwo gesehen. Irgendwo steht es bestimmt drauf. Design bei Apple in California. Oben aufreißen, unten aufreißen und das war's. Und wer sich jetzt denkt, nein, hier wird sich nichts tun. Hier wird auch kein Ladegerät in der Box sein. Wir werden aber nach wie vor noch ein USB-C-Kabel drin haben. So, einmal umdrehen, wackeln, wackeln und ta-da-ta-da-ta-da. Krass, das Blau ist, die Kamera fängt das sehr gut ein. Das leuchtet teilweise richtig. Oben des Kameras ist es noch dunkler, aber die Box wird dem nicht gerecht. Da hat Apple jetzt mal, ihr seht hier den Farbunterschied. Das wirkt in Realität noch mal kraftvoller. Bei dem Ding, das spiegelt die Box schon ziemlich gut ein. Ne? Das ist grün, aber es ist so ein gedecktes Minze, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich die Farbe irgendwie benennen sollte. Ansonsten ist zwischen dem Basismodell für 950 Euro und dem 150 Euro teureren Plusmodell beim Zubehör kein Unterschied. Beide, egal welche Farbe, man kriegt ein weißes USB-C auf USB-C-Kabel, SIM-Karten-Tool und einmal das Kleingedruckte. Und wer sich jetzt freut, Aufkleber, nö. Die gibt es auch leider hier nicht mehr. Vor allem, es wäre doch mal wieder so schön gewesen, die Aufkleber mit dem Apfellogo in der richtigen Farbe dabei zu legen. Nein, nein, nein. Nur halt eine Runde Kleingedrucktes. Und das war es für die Geräte selber. Das schmeißt man in die Box. Das Kabel ist übrigens 1 Meter lang und unterstützt wieder nur USB 2.0. Ist aber nicht schlimm, denn anders als die Pro-Modelle kommen die 16er normal mit einer ganzen Reihe von Einschränkungen. Eine davon ist, wir haben zwar USB-C als Anschluss, aber Übertragungsrate ist nach wie vor nur USB 2.0. So, wir ratschen mal die Folien ab. 1, 2. Probieren wir es nochmal beim Pro. Vielleicht ist da ein bisschen mehr zu holen. Okay, das war das etwas befriedigeren Erlebnis. Ich schalte beide Geräte einmal ein, bevor wir drumherum gehen. Und zwar An- und Aus-Taste ist rechte Seite oben. Nicht zu verwechseln mit der neuen Kamerataste. Ich hätte hier schon fast Bootrennen rufen können. Warum jaul ich gerade? Ihr seht es gerade. Krass wackelt das Plus. Das muss ich mir beim Pro auch noch angucken. Das richtet aber gerade noch ein. Das dauert heute sehr lange. Aber alter Falter. Klar, das normale wackelt auch, aber das hier, das geht ja einem richtig auf den Beutel. Ihr seht es hier. Jetzt denkt ihr, warum nervt das Faultier oder regt sich das Faultier darüber auf? Weil man die Geräte ja nicht permanent in der Hand hat. Oft liegt es halt neben einem am Tisch. Oh, und wer nicht hier, ne, in der Ecke vorsichtig noch wischen kann, ohne dass hier was klappert, ne, kann ich das hier eigentlich knicken. Oh, das ist so empfindlich durch das größere Design, dass das deutlich mehr wackelt. Aber gehen wir um die Geräte rum. Wir haben bei beiden die Kamerataste, die trotz unterschiedlicher Größe an der gleichen Position ist. Das finde ich nicht so ideal. Ne, beim Lautsprung- und Leise-Button haben sie es gemacht. Da haben sie es nicht gemacht. Ich weiß nicht. Aber ist ja auch hier wieder. Komme ich ja nicht richtig dran. Und hier, ich weiß nicht, halte ich das ein bisschen tiefer, dann habe ich einen längeren Daumen. Also die Kamerataste, die man übrigens reindrücken kann, hört ihr es? Hätte für meinen Geschmack weiter rechts sein können. Ich glaube auch nicht, dass dies gedacht ist für die Hochkantfotografierer, weil dafür, das ist knackt auch zu sehr um. Ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Mal gucken, was das Ding für Nutzen hat. Ja, oben und unten, An- und Aus-Taste hatten wir, Antennenstreifen, oben ist nichts, auf der linken Seite Action-Button, nächste Neuerung für die normalen iPhones. Action-Button gab es letztes Jahr nur bei den 15er Pro-Modellen. Der Mute-Switch ist verschwunden. Jetzt habe ich den Action-Button, den ich individuell belegen kann.
Und je nach Szenarien kann man den auch doppelt oder dreifach oder fünffach belegen, also je nach dem Modus. Lautstärke an und aus, nicht an und aus, lauter, leise SIM-Kartenschacht, da passt eine physische Nano-SIM-Karte rein oder Dual-SIM oder auch eine eSIM. Ne? Also wer Dual-SIM will, dann nur über eSIM. Unten dann Mikrofon, USB-C und wie gesagt USB 2.0 und Lautsprecher. Auf der Rückseite soll sich ja was getan haben. Naja, der Anordnung der Kameras, nicht mehr diagonal, sondern untereinander. Wir haben nach wie vor unsere 48-Megapixel-Hauptkamera und bei der Weitwinkelkamera hat sich was getan, 12 Megapixel mit einer anderen Blende, die jetzt dadurch, ich frage einfach nicht, kann jetzt auch im Makromodus. Ne? Und dann kommt Apple und sagt, ah, es sind ja unterschiedliche Brennweite bei der Hauptkamera und dann haben wir da eigentlich vier Kameras in einem, wo ich mir denke, ah, naja, gucken wir mal, was die Dinger reißen. Bei den Displays oder bei den Geräten selber wissen wir inzwischen auch, der Akku ist größer geworden, ungefähr 6% mehr im Vergleich zu den Vorgängern. Die Dinger sollen länger durchhalten, sind, glaube ich, auch beide einen Ticken schwerer geworden, ein bisschen länger und ein bisschen breiter. Ich weiß nicht, ob sie auch tiefer geworden sind. Die Pros sind es, glaube ich, nicht. Fühlt sich aber nach wie vor okay an. Das normale, ne, 6,1 Zoll. Schön handlich, wobei ich auch sagen muss, ein bisschen wieder teilweise rutschig. Ja, aber dafür gibt es ja für 60 Euro die Silikoncases. Oder man nimmt einfach was von Drittanbietern. Oh, und das Plus, sehr schön. Ich bin ja ein Freund von großen Geräten. Egal ob Pixel Pro oder Pixel XL, egal ob Samsung Plus oder Ultra Geräte. Aha, aber das ist schon groß. Großer Klopper. Also Plus ist diesmal wieder Kategorie, wo ich auch hier sage, vorher in die Hand nehmen. Die kleinen. Das normale, ne, No-Brainer, kannst du kaufen, das passt einfach. Ne? Aber wer ein größeres Gerät haben will, weil das Plus ja nicht nur das größere Display hat, 6,1 Zoll, 6,7 Zoll, sondern auch zusätzlich darüber hinaus noch die längere Akkulaufzeit bietet. Aber trotzdem, nehmt das Teil vorher mal in die Hand. Das ist schon gefühlt groß. Und das sage ich als jemand, der sehr mit viel Begeisterung immer ein Pro Max benutzt. Huiuiuiui. So, komme ich an An- und Aus? Ja. Komme ich an Leiser? Ja. An Lauter? Nein. Lustigerweise. Na, komme ich als an und aus, als rechts? Ja. Leiser, ja. Lauter, ja. Ne? Schön. Beim iPhone, beim normalen iPhone komme ich überall dran. Leiser, lauter. Gut, den Action-Button als Linkshänder, als Rechtshänder halt nicht. Und an und aus komme ich auch. Und dann noch als Rechtshänder beim Plus, als Linkshänder beim Plus. Leiser, lauter. Action-Button kann ich knicken. Und oh, an und aus, so gerade, wenn ich mich ganz viel strecke. Schöne Nummer. Also erster Eindruck, man muss ja auch sagen, es hat sich ja nicht viel getan. Neue Farben, yeah, andere Kameraanordnung mit einem leichten Plus an was auch immer softwaremäßig dann aus den Kameras rauszuholen ist. Die neuen Tasten nehmen wir ja auch nochmal mit. Mehr an Akkulaufzeit und ein schnelleres Display. Nein, 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 das sind immer noch 60 Hz Displays. Ich verstehe es nicht, Apple. Ich verstehe es nicht. Ja, ihr müsst die Pros ein bisschen abgrenzen, aber die Pro haben dann nochmal einen Ticken, einen GPU-Kern mehr Leistung. Und lasst euch nicht von Apple, naja, sagen, oh, guck mal, die Dinger sind ja so viel schneller geworden als die Vorgänger. Ja, weil Apple Schweinebacken bei den letzten zwei Vorgängergenerationen sind, weil die halt keine schnelleren Prozessoren bekommen haben, weil Apple nur die schnelleren Prozessoren ins Team Pro eingebaut hat. Das heißt, hier liegen zwei Prozessorgenerationen zwischen den 16er und dem 15er. Und deswegen ist da auf einmal dieses fette Leistungsplus da. Ist ein Thema, könnte ich mich drüber aufregen, tue ich jetzt aber nicht, sondern ich freue mich einfach mit den Geräten rumzuspielen und dann unter richtigen Bedingungen zu gucken, was die jetzt können und was nicht und was wirklich besser geworden ist. Gerade wenn wir dann die Vorgänger oder die Vorvorgänger noch rauskramen. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.